Die Farbe und damit die Folie müssten jetzt angetrocknet sein. Und ich will mal gucken, wie das Ergebnis so aussieht. Ja, das liegt sehr schön glatt auf. Das Meer ist genauso dunkel und beängstigend, wie ich es immer in Erinnerung habe. Und auch hier ist das Ganze sehr okay. Gut, und damit könnte ich mich eigentlich schon an die zweite Hälfte des Meeres machen. Ich könnte jetzt versuchen, das hier auf Stoß anzukleben und zu hoffen, dass das genau auf Stoß bleibt. Oder ich könnte das Ganze etwas überlappend kleben. Mit dem auf Stoß bleiben habe ich so meine negativen Erfahrungen gemacht. Das tut es nämlich nie. Irgendwie zieht es sich immer etwas. Von daher möchte ich es lieber überlappend kleben. An der Seite kann ich es genau hin. Ich zeichne mal die Schnittstellen per Cutter an. Ja, das war noch etwas zu gut gemeint. Erstmal kommt der kleine Eselsohr hier weg. Und das auch. Und dann muss ich eine Winzigkeit von der Folie abschneiden. Und vielleicht noch eine Winzigkeit mehr.
So mag es passen. Jetzt möchte ich gerne vermeiden, dass hier so ein sehr gerader Strich meine schöne Illusion von Meeresfläche auffliegen lässt. Und daher mache ich diesen geraden Strich etwas krumm. So kann ich es lassen, glaube ich. Ja, jetzt habe ich nicht genügend Material, um diesen Bereich noch mit dieser Folie zu machen, aber ich hatte mir zwei Stück gekauft. Und wieder frage ich mich, warum das getackert ist. Will ich mal schauen, ob ich da nicht einfach so dran langfahren kann. Na, bitte, hat doch geklappt. Vielleicht sollte ich es hier noch ein bisschen abschneiden. Ja, passt doch. Und auch hier versuche ich, diese glatte Schnittkante etwas welliger zu machen. Und damit kann des Dramas zweiter Akt folgen, das Einstreichen. Ich lasse das hier wieder als Maß liegen. Und gehe mit der Farbe wieder alles andere als geizig um. Sie soll ja nicht nur decken, sie soll ja die Folie auch halten, also haften. So, und jetzt mit einem Adlerblick von oben noch die weißen Stellen finden. Und da an den weißen Stellen halt nochmal ordentlich nachtupfen. Folie auflegen
aufpressen, damit die Luftblasen darunter weggehen. Das hat jetzt schon etwas von Tapezieren. Ja. Jetzt wische ich die Oberfläche noch einmal gut ab. Denn an dieser Stelle kommt wieder die Literatur zum Einsatz. Und auch wieder ein bisschen Stahl. Das Ganze wiederhole ich hier unten. Und wieder gucke ich mit dem Adlerblick von oben. Adlerblick nicht, weil ich so scharfe Augen habe, sondern weil der Adler von oben guckt. Nach den weißen Stellen, die noch geblieben sind. Und wieder drücke ich die Luftblasen raus. Von oben kann man sehr schön sehen, wo die noch sind. Und wo die Flüssigkeit schon gepackt hat. Streiche ich den Überschuss mal ab. An der Stelle könnte dringend noch etwas Kleber gebraucht werden. Bevor ich hier das Gewicht drauf setze, damit diese Folie auch gut haftet und anklebt, versuche ich noch rundherum eine erste Farbschicht aufzutragen. Dafür habe ich hier lecker Topfschwämme aus dem 1-Euro-Shop. Schneid mir einen davon schön zu. Nehme mir einen schönen Klecks Farbe. Und schon kann es losgehen. Dank der unten liegenden Stützen ist ja die Platte jetzt 2 cm über der Tischplatte. Und so kann ich ohne großen Vielefanz die Farbe hier auftragen.
So, noch Gewichte auf diese Folie. Und einfach trocknen lassen.